Ja, für mich war die Woche viel Arbeit, muss ich einfach sagen. Ne? Morgens da sein, wenn die Therapeuten kommen, begrüßen, schauen, dass der Raum in Ordnung ist, je nach Bedarf auch noch was verändern, vielleicht einen Kaffee holen. Ja, und dann alles Gute wünschen und zwischendurch mal schauen, dass alles läuft. Ich habe aber dann auch die Reaktion der Mitarbeiterin gekriegt, sehr persönlich. Das hat mir große Freude gemacht, weil letztendlich diese Behandlung oder Anwendung die Leute so individuell ansprechen. Und jeder bringt ja irgendwas mit an Thema, was vielleicht da ein bisschen aufgegriffen werden kann. Genau, das fand ich sehr schön. Und auch die Rückmeldung der Therapeuten, die ich immer organisiere, dann schon ein, zwei Monate vorher, wo ich immer wieder mitkriege, ja, ich komme total gerne wieder, es ist so schön bei Ihnen. Das passiert zu selten, dass Mitarbeiter sowas zugute gekommen lassen wird. Und Menschen, die neu sind, freuen sich einfach, uns Räumlichkeiten zu sehen. Und ich würde mal sagen, den Spirit des Hauses so auch mitzukriegen. Das ist schon was Besonderes. Das macht mich dann auch ein bisschen stolz. Ja, dürfen Sie auch sein. Haben Sie sich denn selber auch was Gutes tun lassen? Ja. Was gab es für Sie? Für mich gab es eine Klangmassage. Da war ich ganz, ganz neugierig, wie das abläuft. Das war auch eine neue Therapeutin. Und dann ist es für mich auch immer wichtig, das selber zu erfahren und zu wissen, wovon ich spreche. Das war sehr interessant. Leider so vom Gefühl her ein bisschen kurz, weil es eben so was Neues war. Braucht man auch so ein bisschen Zeit einzusteigen, wieder auszutauchen. Ja, aber tolle Erfahrung gewesen. Und das Drumherum der Wohlfühlwoche, ich meine, es hat ja mit einem fantastischen Frühstück angefangen und endete mit einem riesen Süßigkeitenkorb für alle Bereiche. Von dem Süßigkeitenkorb knabbern wir immer noch und das Frühstück ja haut mich sowieso jedes Mal um. Diesmal war es besonders schön tatsächlich. Ja, und es ist so eine Woche, wo wir sonst uns nicht so viel anderes vornehmen, damit einfach auch die Mitarbeiter genießen können und ich glaube, das ist gelungen. Einfach die Resonanz schon vorher, als ich die Wunschzettel bekommen habe. Wir haben weit über 80 Anmeldungen gehabt. Das fand ich umwerfend, so viel wie noch nie. Und viele kommen auch pünktlich, freuen sich auf ihren Termin. Leider mussten ein paar aus Krankheitsgründen absagen. Dann sind andere mal in den Genuss gekommen, zwei Anwendungen zu bekommen. Wir haben alle Termine ausgenutzt.